Willkommen zurück. Gute Arbeit. Wie wäre es mit etwas frischem Fisch? Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Wer hätte gedacht, dass dieser... Na, habt ihr schon gepackt? Kein Problem. Lasst euch alle Zeit der Welt. Kommt wieder, wenn ihr soweit seid. Und dann speist er uns mit einem läppischen Schmuckstück ab. Vielleicht macht er ja mehr für uns. Klar, wenn wir ordentlich zahlen. Immerhin sind es handgemachte Einzelstücke. Der Mann mag oberflächlich und grob wirken. Aber vielleicht steckt unter der harten Schale doch ein weicher Kern. Oh, klingt, als wären wir aus demselben Holz geschnitzt. Na, ich glaube, seins ist ein paar Nummern härter. Genau, und nicht nur im Kopf verbaut. Mensch, seid ihr fix! Das Schiff fährt erst morgen. Haut euch eine Runde im Hotel aufs Ohr. Ab ins Bett. Klingt gut. Oh, Nocht. Wo ist Ignis? Sollte bald zurück sein. Was ist? Es steht auch in den Zeitungen. Was denn? Insomnia. In Trümmern. Hä? Soll das ein Witz sein? Ich erkläre dir alles. Beruhig dich. Ich bin die Ruhe selbst, Mann! Es gab einen Angriff. Die Armee des Imperiums
hat die Königsstadt eingenommen. Während der Unterzeichnung gab es Explosionen. Als sich der Rauch über der Zitadelle legte, fand man den König tot vor. Nein, das ist nicht... Uns wurde es nicht gesagt. Was wurde euch nicht gesagt? Dass die Unterzeichnung gestern war. Dass Insomnia... Warum hat Vater uns dann nach Altissia... Das weiß ich nicht. Aber alle Zeitungen berichten vom Angriff. Sie können sich unmöglich alle irren. Puh, alles Lügen. Ja, hoffentlich. Was wissen wir sonst? Dann müssen wir uns selbst von der Lage überzeugen. Und das heißt, zurück nach Insomnia. Dort sind wir aber nicht sicher. Das sind wir hier doch auch nicht. Nacht? Wir gehen. Ich hoffe, es geht allen gut. Dann träum mal schön weiter. Verlier nicht die Hoffnung. Wieso? Kann Hoffnung imperiale Schlachtkreuzer aufhalten? Jetzt beruhig dich. Mein Vater hatte Hoffnung für zwei. Genug. Niflheim hat gelogen. Sie haben uns verraten. Spekulationen bringen uns nichts. Wir brauchen Gewissheit. Gewiss sind einzig die Lügen. So wie der Waffenstillstand. Auch reger Verkehr. Imperiale Luftschiffe. Damit transportieren sie ME. Magitek-Infanterie. Die Robokrieger? Korrekt. Es sind massenproduzierte Tötungsmaschinen. Da geht er hin. Der Frieden. Seht doch! Die Hauptstadt ist abgeriegelt. Das wird so nichts. Lasst uns eine Ausweichroute nehmen. Ist ein Hügel, von dem aus man Insomnia sehen kann. Imperiale Soldaten, mit denen werden wir fertig. Da kannst du drauf wetten. Die Schonfrist ist abgelaufen. Yeah.
zünden die ihr ganzes Arsenal an? Wie es in der Stadt wohl aussieht? Rauf auf den Hügel. Von da sieht man die Stadt. Zeremonie sämtliche Friedensgespräche zwischen Lucis und Niflheim eingestellt. Darüber hinaus ließ man aus Regierungskreisen verlauten, dass neben König Regis auch Kronprinz Noctis und die Kanagi, Prinzessin Luna Freya aus Tenebrae, verstorben. Lass an! Aber okay. Lass es aus. Ist los. Wo seid ihr? Vor der Stadt. Wir kommen nicht rein. Klar. Was heißt hier klar? Gar nichts ist klar. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich? Mein Vater? Und Luna soll tot sein? Erklär mir das bitte. Ich mache mich sofort auf den Weg zu Sid. Das mit Regis stimmt leider. Alles Weitere erzähle ich dir dort. Setzt euch in Bewegung. Bis dann. Der General? Was sagt er? Wir sollen nach Hammerhead.
Die Königsgarde wurde sicherlich aufgelöst. Ja. Sonst würde Kor niemals Insomnia verlassen. Ich frage mich, wie es in Insomnia wohl zugeht. Sicher erfahren wir es bald übers Radio. Ja, sowas lässt sich nicht verheimlichen. Und was machen wir jetzt als nächstes? Als erstes geht's nach Hammerhead. Dann sehen wir weiter. Meine Schwester hat sich gemeldet. Sie ist mit anderen auf der Flucht nach Lestalum. Zum Glück geht's Iris gut. Ja. Glück hatte aber nicht jeder, wie es scheint. Wir sollten uns beeilen. Noct wird nicht ewig tot bleiben. Zurück geht's nicht mehr. Aber vorwärts schon. Kein Zurück. Los. Schön, euch zu sehen. Kein gutes Wetter für eine Spritztour, was? Fürwahr. Wo ist Kor? Er ist die Lage sondieren. Aber Großvater möchte mit euch reden. Gut. Er saß wie auf heißen Kohlen, weil er sich solche Sorgen um euch gemacht hat. Die Niffen hatten's auf den Kristall und den Ring der Luzis abgesehen. Das Friedensabkommen war also nur ein Vorwand. Vater hat sich reinlegen lassen. Ach, Unsinn. Dein Vater wusste genau, wie der Hase läuft. Oder denkst du etwa, er hätte sie grundlos in die Stadt hineingelassen? So wie ich deinen Vater kenne, wollte er den Feind daheim bekämpfen. Doch, das hat nicht gereicht. Er hatte einfach nicht mehr genug Kraft in sich. Kor kann euch das alles sicher besser erklären. Ich weiß ja nicht einmal, wann ich Regis das letzte Mal gesehen habe. So lange ist das schon her.